So, nach den letzten paar Mal, wo es dann doch ernüchternd wurde. Ich bin immer noch im letzten Jahr gefangen. Aber Throne of Eldraine ist sogar vorletztes Jahr. Wow. Aber Throne of Eldraine hat mich damals richtig gut behandelt. Und dementsprechend will ich jetzt auch nochmal Throne of Eldraine knacken. 2-Mana-Artefakt-Food kommt getappt. Ins Spiel. Ne, wenn es ins Spiel kommt, zieht man eine Karte. Man kann das für 1 Mana opfern, um Mana beliebige Farbe zu bekommen. Oder man kann es für 2 Mana opfern, um 3 Leben zu bekommen. Da, Artefakt Food. Food! Witch Cottage. Land Swamp kommt getappt ins Spiel, es sei denn, man kontrolliert 3 andere Sümpfe. Und wenn das Ding enttappt ins Spiel kommt, kann man eine Kreatur aus dem Friedhof zurück oben aufs Deck legen. Beloved Princess. 1 Mana 1-1 Lifelink und kann nicht von Kreaturen mit, Mana, mit Stärke 3 oder höher geblockt werden. Okay. Curious Pear, 2 Mana 1-3 von Effekt und für 1 kann man einen Food bekommen. Okay. Return to Nature. Ein grünes, ein farbloses. Zerstört man entweder ein Artefakt, eine Verzauberung oder man exalt eine Karte aus dem Friedhof. Gute Karte. Run Away Together, wow. 2 Mana Instant, die Stories, die Art, ich vermisse das Set. 2 Mana Instant, man nimmt 2 Kreaturen, die von 2 verschiedenen Spielern kontrolliert werden und bringt diese auf die Hand des Besitzers zurück. Bake into a Pie. 4 Mana Instant, man zerstört eine Kreatur und kriegt einen Food Token. Barge in. 1 Mana Instant, eine angreifende Kreatur kriegt +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Jede angreifende Nicht-Human-Kreatur kriegt Trample bis zum Ende des Zuges. Battered Cow. Oh mein Gott, die goldene Kuh. 4 Mana 3-3, wenn die ins Spielfeld kommt oder abgeworfen wird, kriegt man Food Token. Rose Throne Acolyte. 3 Mana 2-3, tappen für Mana beliebiger Farbe oder für 1 Mana kann man das Ding in Adventure schicken, um Mana beliebiger Farbe zu bekommen. Giant Opportunities. 3 Mana Sorcery, man kriegt 2 Food Tokens. Und wenn man 2 Food Tokens, nee, man kann 2 Food Tokens opfern. Wenn man das macht, kriegt man 7/7 Giant Token. Ansonsten kriegt man 3 Food Token. Okay. Mad Ritter. 4 Mana 1/2. Immer wenn du die zweite Karte in einem Zug ziehst, kreierst du einen 1/1 Rattenspielstein. Okay. Du bist hübsch. Arcanist Owl. Blau-Weiß oder Blau-Weiß und Blau oder Weiß und Blau oder Weiß und Blau oder Weiß und Blau oder Weiß fliegend. Ne, wenn ihr ins Spielfeld kommt, guckt man sich über den 4 Karten seines Decks an, revealt ein Artefakt und Verzauberungskarte davon, nimmt die auf die Hand und legt den Rest in Bibliothek unter das Deck. Und unser Rare ist Linden des Steedfeast Queen. 3 Mana 3-3 Wachsamkeit. Immer wenn eine weiße Kreatur dir kontrolliert angreift, kriegst du ein Leben. Okay. Swamp. Food. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ob ihr seht. Ciao, ciao.